Unser Trainer hat auch meine Freundin, die 15 war, abgefüllt. Meine Freundin Franka... Das solltest du vielleicht nicht so laut aussprechen. Eben, wir sind immer noch live und, Mal davon abgesehen, abfüllen. Ich finde, das hat immer so einen leichten Unterton. Sag mal so, wir hatten vorher schon was mit ihr getrunken, weil sie sich dachte so, I don't care. Meine Eltern, das ist so scheißegal. Macht das im Kontext nicht besser? Nee, und ist ja. Letzten Endes immer noch nicht legal. Gerade 15, die darf ja noch nicht mal Bier. Doch. Nein. Mit Mami-Schein. Doch. Wenn die Aufsichtspflicht übertragen worden ist, welche an mich übertragen worden ist, und mir wird gesagt, sie darf sie Bier trinken. Und? Mit ab 14. Hä? Haben sie? Ja. Scheiße, wie funktioniert das? Weil dann denke ich immer so an dieses Bild, was ich damals auf meinem, auf der Arbeit hatte. Von wegen, was darfst du wem, ab welchem Alter verkaufen? Ja, verkaufen darf man nur ab 16, aber unter Aufsicht von einem Erziehungsberechtigten oder sowas dürfen 14-Jährige schon Bier trinken. Ach, deshalb sind die alle so eine Matsche im Hirn. Ja. This is why they act like dickheads. Wow! Ah, warte, den krieg ich. Easy. Diese Grenadier, die ist toll. Ich muss mal kurz lernen, wie man Masken benutzt. Bin gleich wieder da. Du setzt sie dir aufs Gesicht. Ich hoffe, ich konnte helfen. Es ist Sonntag, scheiß drauf. Ach stimmt, jetzt gerade spielt ja... Oder spielen die jetzt schon? Wie viel haben wir? 5? Wir haben 5:30. Ja, dann spielt Deutschland schon. Oh. Und gerade wem es egal ist, richtig. Richtig. Jedem, der hier jetzt gerade sitzt, herzlich willkommen. Ihr seid super Menschen. Aber mit Autos kennt er sich aus. Habe ich gerade meine Waffe verkauft? Ich habe meine Waffe verkauft. Kannst du ja zurückkaufen. Ja, habe ich auch. Ich habe auch so sehr meine Waffe verkauft. Jetzt mach die doch da wieder rein, Mensch. Ah, gut, dass Geld in Borderlands 2 nicht so wichtig ist. Zumindest auf den ersten 20 Leveln. Das interessiert mich jetzt gerade sowieso, nämlich mal ganz kurz. 50 Leute? Alter. Wow. Eine Menge Leute interessiert sich einen Scheißdreck für Fußball. Scheißdreck für Fußball, aber offenbar eine Menge für dich und mich und Borderlands. Finde ich schön. Ich hab gedacht, das wird jetzt so dieser richtige Fail-Stream heute. So nach dem Motto, ja, wir gucken entweder Fußball oder denken sie, Alter, Borderlands, Alter, das haben wir schon zum x-ten Mal jetzt bei dir gesehen. Ja, aber die Leute lieben es. Ja, ich auch. Ich liebe dieses Spiel einfach. Das ist eins meiner Top-Spiele einfach. Like ever. Lieb ist auch, dass du losgerannt bist, ohne zu fragen, ob ich da bin. Ich bin ein Serker. I got more than one weapon. Check this shit out. Ziemlich cool. Fuck. Dein Face lockert das Ding. Das wird wieder. Oops. Ah, there we go. Kommt mir bekannt vor, die Situation. Okay, kriegst du hin, gut. Weil ich hab auch so Spaß gerade an dem ganzen Serker, das ist nicht mehr feierlich. Da ist einer angeschlagen. Okay, hast du. Ah, Nomade. Alter. Ein sehr brennbarer Nomade. Sehr brennbarer. Schließ den Adapter an das Catch-A-Ride an, dann besorge ich... Catch-A-Ride! Kommst du klar? Nein, fuck. Das ging zu schnell. Nein, du kommst klar. Warte mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz gucken, wie viele Spielstunden ich in... Ich habe 174 Spielstunden in Borderlands 2, also... Ist, glaube ich, eine leichte Aussage. Weil, ohne Scheiß, Alex und ich haben damals literally ganze Tage zugebracht mit diesem Spiel. Alex und ich haben wirklich ganze Tage mal durchgezockt, einfach nur. Weil wir uns nicht von diesem Spiel lösen konnten. Über 600, Alter, das ist auch eine Menge.
So, mal gucken. Was hat die Supertoilette? Hier sind ja... Oh! 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 Oh, but that's dirty. Kotzt dich die Toilette wieder an? Nee, das... Zum Glück nicht. Alter, ich sag ja, in meinen 170 Spielstunden ist mir das von vorhin noch nie passiert. Aber die Supertoilette hat einen Sniper-Rifle, da werde ich schon fast neidisch, dass ich es nicht benutzen kann mit dem Ganserker. Joink. Joink. Joink, nimm. Hast du wahrscheinlich eh wieder keinen Platz. Ich hab Platz. Ich bin so leer gewesen, ich hab gerade auch so sehr meine eigene Waffe verkauft, schon vergessen. Ja, und dann bist du losgerannt und hast Spaß gehabt, oder nicht? Ja, natürlich, ich bin Ganserker, ich hab immer Spaß. Jetzt darf ich gleich fahren, habe ich noch mehr Spaß. Wir fahren getrennt. Wir reden nicht darüber. Wir haben Beziehungsprobleme. Oh. Ich höre das zuerst. Du willst echt, dass wir getrennt fahren? Nee. Weil ich wollte gerade sagen, dann ist dir nämlich bewusst, dass wir hier, dass ich immer versuchen würde, dich zu rammen. Ich weiß. Und es ist, glaube ich, sicherer, wenn ich am Geschütz sitze. Es liegt ein Pimento-Taco, ein Pimentaco im Handschuhfach. Ja. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug an. So, wir wollen natürlich Raketen. Das sieht nice aus. Du, das Catcher Ride sagt, danke, du Penner! So. Ein echter Charmeur. Du solltest dir jetzt an jeder... Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Wie war das noch? Ne, warte. Wie war nochmal Turbo? Stimmt, das war hier. Okay. Oh, das ist die Bremse. Das ist der Turbo. War das nicht bei dir die Renntaste dann? Nee, das ist ja die Ulti-Fähigkeit. Nur das so. Er könnte. Wir wollen. Ja, was würde, würde er. Ja. Der Shadow fährt. Ich sag's ja nur gerne, aber wir sind stuck. Warte mal. Ich hab das echt geschafft. Nein, ich gehe zu Fuß. Nichts als Ärger mit diesem Kerl. Kannst dich aber auch nur beschweren. Jetzt häng ich schon wieder fest, was ist denn jetzt los? Alter! Kannst du jetzt mal aufhören, mit deinem Auto rumzuspielen? Verpiss dich, du Skag-Scheiße! So, ich mach hier mal die Geschäfte. Jo, mach das. Das Ding hängt da immer noch fest. Du bist also derjenige, von dem man so viel im Äther hört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Gib mir dann weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Bring Reese nach Sanctuary, dann bist du einer der Raiders. Wie schaffe ich es gerade? Das meint. Hör auf das, was er sagt. Ach, fein. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. No, down, down, down. Zum Kaja bist du. Ich habe immer versucht, meine Auto frei zu schaufeln. Du bimmelst immer noch an dem Ding rum? Ja. Alter. Wir brauchen sowieso ein neues, weil sonst kommen wir nicht weg. Du dummer Mensch, du! Du dummer Trottel! Ja, der auch. Genau, hier war das. Und... Ist er dir sicher oder ratest du nur? Nee, hier war das. Ich bin mir zu 45% sicher. Nur zu 45%? Yes. Warum habe ich schon wieder mein Opera aufgemacht? Dein Opa aufgemacht. Was auch.
Wieso machst du deinen Opa auf? Der arme Opa. Weil ich böse bin. Komm, wir essen Opa. Komm, wir essen Opa. Opa. Satzzeichen können Leben retten. Oh, ich hab den doch gerade abgeknallt. Großartig. Radikale Biester. Naja, so ein Badass. Ja, das auch. Ah, fuck. Das ist ein Bettesser. Du kommst wieder auf die Beine. Geil. Not so badass. Okay, there we go. Oh Gott, und jetzt kommen Rex. Jo. Du rennst, glaube ich, falsch. Wir müssen da lang. Du rennst falsch, hol. Die Karte zeigt dahin. Nö, gar nicht. Das sind Viecher, die auf mich werfen. Ja, warum legst du dich auch mit allem möglichen Viehzeug an? Die wollten zu mir. Die haben dich gewittert. Mhm. Gewitter in Neuss. Deine Obsession mit Neuss ist immer wieder verstörend. Nice. Wollen wir das jetzt schon versuchen, hier gleich mit dem Badass da oben? Wir haben hier keine große Wahl. Doch, wir können einfach woanders hingehen. Nein, da ist Loot, wir haben keine Wahl. Da ist Loot, wir haben keine Wahl. Du weißt, wie die Sache läuft. Ich brauch meinen Loot, sonst bin ich unglücklich. Du bist immer unglücklich. Was? Sorry. Warum habe ich dich zum Bild ausgebrochen? Okay. Entschuldigung. Kein Problem. Okay. Nee, total. Ja, das ist Psycho. Oh fuck. Richtig schlimm. Oh, ist der niedlich? Guck mal, wie der da rumwobbelt. Oh. Wobble baby. Guck mal, wie auf mich losgeht. Ah! Oh shit, und ich hab den Nomaden hier. Wir sind Nomaden. Kommst du klar? Oh, ich werd hier ein bisschen von dem Nomaden gekockblockt. So. Hallo, guter Mann. Nomaden. Marinaden. Ich punch ihn in den Rücken. Siehst du, alles easy, geht doch. Wer nervt? Alter. 26 mal 13. Oh, es wird besser. Oh, Wehrflasche sei Dank. Ein Hoch auf die Wehrflasche. Alter, aber das Ding hat nur einen Schuss, hol. Hurra! Egal, den spielst du aber. Hurra! Hip und so. Mir ist das natürlich zwar zu scheißen warm, aber es hilft Brücken. War auf dem Schiff was? So, nee, ne? Solange es ich glaube, auf dem Schiff selber lag noch eine Truhe. Sicher? Meine ja. Meine, wenn man eh schon mal da ist. Hey, Hellrider! Das sind die Waden eines Baden. Steht 1-0 in Mexiko. Moment, wir liegen gerade hinten. Yes! Lustig! War hier echt nichts? Ich möchte nur noch mal sagen, ich bin nicht für Mexiko, aber ich bin gegen Deutschland. In der WM zumindest. Vor allem, das Schönste ist, wenn du sowas dann ja auf Twitter postest, dann kriegst du immer solche Kommentare wie: Alter, wenn du so gegen dein Land bist, warum bist du denn noch hier? Nur weil ich hier lebe, heißt es nicht, dass ich den Fußball hier geil finde. Ohne Scheiß, solche Kommentare habe ich damals bekommen, als hier das letzte Mal WM war. Es gibt Unterschied zwischen langweilige Scheiße und Frauenfußball, den man akzeptieren kann, selbst wenn man nicht aktiv guckt. Letzte Thundermonk. Zunderbonk. Kriegst du? Ja, gut.
Easy. Easy. GG, man. GG. Vor allem, warte mal, wir spielen gegen Mexiko, right? Wow. Andale. Mexiko. Mexiko. Waren wir nicht sogar Weltmeister eigentlich? Sind? Ja, wir noch sind wir Weltmeister. Ja, Mensch, das ist peinlich. Der Herz. Ich hoffe, wir verlieren. Oh ja, das wäre so ein richtig schön, so erstes Match erstmal 20-0 verlieren oder so. Das wäre so richtig schön peinlich. Also, ich hoffe, dass wir nicht über die Qualifikationsrunden da hinwegkommen. Na, wir kennen doch den Scheiß doch. Das wird trotzdem irgendwie sein. Irgendwie wird da irgendwas sein. Nein. Ich weiß nämlich noch, WM war damals in meinem Abschlussjahr, wo ich meinen Abschluss hatte. Ich glaube, bei mir war auch sowas in der Ähnlichkeit. Das weiß ich nämlich noch ganz genau, weil unser damaliger Rektor hatte damals eine Rede darüber gehalten, so von, da saß man und dachte sich so, der kann auch mit Emotionen sprechen, der Rektor. Oh Mathbrite, oh. Da ist ja eine bestimmte Mauer aufgebaut, an der sie nicht vorbeikommt. Alter. Oh, der ist böse, das ist gut. Good boy. Hätte ich die Möglichkeit, würde ich dir gerade einen Sub schenken. Und gut und böse. Alter. Keine Munition mehr. So, wieso kann ich die Sache denn nicht transformieren? Oh, ich hasse Photoshop mit seinen 10.000 verschiedenen Layerarten. Meine Fresse. Diese blöde Auswahl immer, die geht mir voll auf den Sack. Nee, wenn du was importierst und es ist eine Layer-Art, mit der du nichts anfangen kannst, weil du sie nämlich nicht transformieren kannst oder so. So was meine ich. So was meine ich. Benutz GIMP. Ach du Scheiße. Nee. Ich glaube, ich wechsle gleich auf Makromedia. Benutze ich ja lieber Skype. An sich mag ich Photoshop wegen seinen ganzen Möglichkeiten. Das Problem ist, diese Möglichkeiten erstmal zu verstehen, wie sie überhaupt funktionieren. Reese ist tot? Verdammt, er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Und er war ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte so gewollt. Er hätte so gewollt, aber eigentlich das Einzige, was mich daran, weswegen ich Leute da umbringen will, ist, weil es gibt Erfahrung. Waterskai, ich werke gerade in einer besseren Variante meines, meines Layouts. Ah. So ein bisschen, mehr fancy. Ein bisschen mehr fancy. Ein bisschen mehr fancy. 7 Tage lang, ein bisschen mehr fancy, so ein Durst. Okay. Tja. Nein. Das ist im Grunde genommen einfach das, was ich jetzt habe, nur ein bisschen abgespeist. Zurück zur Stadt? Ich bin noch nicht fertig mit Leuten umbringen. Du hast den Loot vergessen. Warum vergessen denn alle den Loot? Na komm. Aua! Diese ganzen Selbstmord-Bilbos. Ah, warte, den krieg ich. Keine Sorge, den krieg ich, oder? Den krieg ich. Nee. Alles gut, die Frau Doktor ist ja da. Punch. Scheiße! Yep. Heilung! Heilung! Eigentlich jetzt ganz ehrlich, alles was ich haben will, ist Explosion, ne? Also alles, was irgendwo Bumm macht. Ich krieg dir wieder hin. Works. Oh, ein Klumpen Iridium! Unser erster Klumpen! Oh, ich nenne ihn Klumpatsch. Alter, diese Pissbirne hier, Mann! Nein.
Genau das. Fuck. Photoshop, gib mir das und füge es ein. Mann. Jo. Ist das denn so schwer? Alter, der Schaden. Der Schaden von dem Ganserker. Da ist auch ein Schaden. Ah, wo sind sie denn? Hab ich den da jetzt? Ja, ich habe ihn ein bisschen geglitscht. Lol. Der Widerstand hat heute einen guten Mann verloren. Aber ich bin sicher, Reese hätte sich gefreut, wie schnell du diese Bloodshots ausgeknipst hast. Du klaust mir meine Heilung. Klaun uns unsere Jobs. Das stimmt, ich kann mir gleich denken. Die klauen unseren Heal. Klauen unsere Jobs, unseren Heal. Unsere Frauen. Unsere Frauen. Klauen unsere Jobs. Und machen unser Fernsehen schlecht. Das sind zwei Shotguns hier, die dir gefallen könnten, Noel. Ja, ich guck gleich. Oh, spring doch! Ja, netter Schaden, aber munitionstechnisch ist gerade eher meh. Wunderbar. Na. Oh Gott, wie viele spawnen denn hier noch? Genügend. Da hinten. Was ist das für eine Scheiße? Alter Maja, gefällt mir echt gut. Mir gefällt der Ganserker richtig gut. Und somit gefallen mir so jetzt ganz amtlich alle Klassen. Kenne ich irgendwoher. Ja. Hier ist ein Nest. Unhöflich. Ja, ne? Ich will doch nur eure Freunde umbringen. So, ist nur Ruhe hier? Cool, nur ist Ruhe hier. Hui! Ballern und dann ist gut. Dann gehen wir ballern. Dumm rumballern, yo. Dumm rumballern, yo. Wir verstehen uns manchmal. Ja, es ist einfach die Musik, wenn du hier im Fight bist, aber dieses. So gute Musik. Wo hast du geparkt? Da, wo wir parken müssen. Aber ich glaube, wir können. Mal gucken. War hier nicht irgendwo. Ja, da vorne ist eine Catch-a-Ride-Station. Wir können uns zum Dings hier. Zum Dings teleporten. Ich finde unsere Wandergespräche sehr thematisch, sehr anregend. Wieso? Ah, oh, ah, oh. Oh, ah, oh, ah, oh. Heidi, Tony! So, genau. Dies ist eine Botschaft an Sanctuary, der letzten Person des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht. Wir sind da. Wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Wie? Einfach. Und ich sage, das fragst du dich bei mir noch. Hat dir meine Rede gefallen? Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Tode zu quälen. Und zu quälen. Jede Sekunde gern.
Erky, die Erky, die Erk. Anton Check als Synchronsprecher für einen Resident Evil Schurken. Das wäre toll. Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Du bist der, von dem Commander Roland gesprochen hat. Derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe, aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Runde muss ich ins Eckige. Ja, so. Da, da müssen wir den Sodamax anschalten und dann blubbert. Blubbert. Leveln up. Ein oder zwei Tage alten. Roland sollte uns Infos bringen, wie man Jack aufhält. Da er verschwunden ist, brauchen wir deine Hilfe. Sprich mit Private Chester am Tor. Er wird dich in die Stadt lassen. Chester! Steh gefälligst gerade! Ein Kammerjäger ist unterwegs zu dir! Ich werde das Tor für Sie öffnen. Geil. Cool, Insektenjagen. Ist mir eine Ehre. Mach Ruf. Alter, mach Ruf. Alter, Quatsch nicht. Schrägstrich, Ma'am. Wir werden siegen. Also. Der hat ein bisschen Freiraum gebraucht. Ja, eben wenn man bedenkt, dass die Stimme von Handsome Jack auch der Sprecher in Pokémon Stadium 2 war. Ja. Oder er ist auch die deutsche Stimme von Rick aus Rick and Morty. Ich meine, Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Ach, stell dir mal vor, bei Pokémon. Hätte er da gesprochen wie Handsome Jack. Hast du gesehen, wie Pikachus Kopf? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fressen Metall. Hast du gesehen, wie Glurak seinen Kopf abgebissen hat? Lang Todesmaschinen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass. Ja, Roboter-Kackfass. Ja. Moment. Da hängt mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast. Hilfst du uns bei der Sache mit Roland? Ich habe gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Keep rolling, rolling, rolling. Wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Meridium. 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 Und noch mehr Iridium und noch mehr Iridium. Haben wir auch alle mehr Iridium? Haben wir noch mehr Iridium? Ich weiß nicht, hast du mehr Iridium? Ich weiß nicht, hast du noch mehr Iridium? Ich weiß nicht, hast du? Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Banditen von Sanctuary. Wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Aber Geld. Also wir müssen erst den Kram machen. Ich dachte, wir könnten schon. Wir kennen das doch. Ja, erst rein und dann die letzte kaufen. Das Runde muss ins Lange. Roland sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass... Was willst denn du? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Okay. Beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault und ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was für Clowns. Hi. Und natürlich erstmal Rucksack upgraden, wie immer. Ja. Rucksack ist immer so das Erste, was ich upgrade eigentlich. Du weißt ja, Sanctuary ist
Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff, ja? Tja, du hast mir gerade geholfen, meine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab! Röggi, Röggi, Röggi. Ich heb ab, nicht hält mich am Boden. Außer die Stadt. Und der Boden. Oder auch nicht. Jetzt okay. Müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Oder aber wir gehen Marcus besuchen. Hm? Wir können Marcus auch noch besuchen. Ja, machen wir dadurch mal. Marcus ist wichtiger. Dann holen wir den anderen jetzt. Der Einzelhändler seiner Träume, sein Vorbild. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Gib's zu. Kein Problem. Du wärst doch so gerne Einzelhändler auf Pandora. Oh ja. Es ist nicht so, dass er den Job hassen würde. Es ist nur die falsche Welt dafür. Hey, Kammerjäger. Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliwan Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam... Oh, no! Ja! Miraxi... Moment. Sind extrem effektiv gegen Fleisch. Miraxi Raximi. Moin. Vielen Dank fürs Follow. Mit euch, Banditen. Jetzt grill das Imperialisten. Feuer und Fleisch. Grill den AfD-Wähler. Hab ich. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Falsch gedacht. Nur eine Frage der Zeit, bis Jack diesen Ort in Schutt und Asche legt, ihr dreckigen Widerständler! Willst du oder? Du hast, glaube ich, die Schocken, aber. Oh ja, hab ich. Dann nimm das, AfD-Wähler. Nimm das, Jack-Fan. Ein paar Jack-Fan mit einer Schrottwaffe. Was noch? Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter. Und jetzt probier mal eine von... Alter, oh geil. Beim Ladendieb, das lese ich jetzt erst. Für vollen Schaden solltest du auf eine andere Waffe wechseln, nachdem dein Feind gesleckt wurde. Dann. Mann, 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 Mann. Boah, machen wir das nicht. Dreckige Widersteller. Komm rein. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Worauf warten wir? Knöpfen wir uns Jack vor. Der Schattenhafte, er ist verschwunden. Geil, Schlüssel. Hi. Stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt und Handsome Jacks Armee steht. Hier spricht der Firehawk. Komm zum Frostbank Canyon oder Leute werden sterben. Der Firehawk! Du oh, Firehawk! Weehawk! Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Oh, nee, ich mag Frostburn Canyon, nee. Ist Roland in großer Gefahr. Buff Firebird. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck. Oh nein. Nein, du redest mit dem Poster. Warum? Weil das schnell geht. Ich weiß auch. Es ist gratis Erfahrung und es geht schnell. Es geht schnell. Ja.
Ei. Sieht so aus, als wäre mit Erfahrung klopft, Klotzkopf. Ach Gott, was tue ich denn da noch alles drin? Ich verhungere! Ich will eure Babys fressen! Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Dr. Z, do no harm. Was ist nur aus Dr. Cox geworden? Du brauchst Kohle und ich... Hey! Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Also. Das, was ich die ganze Zeit machen wollte, funktioniert. Fick dich, du Herzklinge. Fast. Ein Stück Iridium? Verdammt. Das wird schwer. Och, soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Sicher? Das Stück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht verhebelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug. Los geht's, Tennis. Tennis spielen. Ganz großes Tennis. Hat jemand Lust auf Tennis? Ihr mögt Tennis, ich mag Tennis, alle mögen Tennis. Wie ich schon sagte, Roland, jetzt, wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Nichts gegen Speck, jo. Nach Stunden wissenschaftlicher Ergüsse, die du dir nur in deinen Träumen oder meinem Bett, das Angebot steht, ausmalen könntest, bin ich der Meinung, dass Jack, Kammerschlüssel und Iridium auf einer tieferen Ebene miteinander verbunden sind. Aha, cool. Hier, Herr Stoff. Wenn du verarztet werden musst, solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. Es ist irgendwo schon erstaunlich, wie schnell wir den Anfang hier mittlerweile abfertigen können, ne? Ja, doch. Ah, die Assassins. Oh, Junge. Lass uns Moxie besuchen. Sie verstecken sich draußen in Three Hi, Baby. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Sorry, Sweetie. Nichts zu tun heute. Es gab eine Zeit, da wäre ich mit dir an vorderster Front gestanden. Und hätte gegen Hast du das Gefühl? Ich mache Bulli, Soundboard mal aus, wenn ich hier arbeite, weil ich will einen Nummernlock benutzen können. Bevor mein Almanach in den Druck geht, such ein paar Bullimon-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. So, jetzt holen wir noch die neue von Zed und dann... Ja. Ich steck Moxie fleißig Geld in den Ausschnitt, ins Glas. Mhm. Die Frau ist bedürftig. Ja. Würdest du einem Menschen, der Geld braucht, weißt etwa du, nichts geben? Würdest du? Hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht. Aus Rions kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Oh nein. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Nicht Mercy. Nicht Mercy. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Ja, du bist ein ganz Töfter. Auch eine Approbation. Meckert, meine Maus ist schon wieder leer. Ist mir gerade mehr so nach Kommunismus oder nach Minecraft? Kommunismus oder Minecraft, was? Ach, Kommunismus ist gut. There we go. Was trage ich denn? Wie gesagt, ich finde es echt erstaunlich, wie viele Leute heute zu Borderlands da sind. Es ist motherfucking Borderlands. Ja. Fertig? Ja. Oh, ich habe mich noch hübsch gemacht. Oh Gott. Ich muss so schön aussehen, wenn ich den Leuten die Birne wegballere. Das will ich jetzt sehen. Halt mal still. Das, so oh Gottes Willen. Bin ich schön? Bin ich? Bin ich? Guck mich an, wenn ich mit dir rede, du sehnloser Gnomen. Du räudiger Gartenzwerg, du Ausgeburt eines Suishomarus. Alter. Hast du mich versucht zu überfahren? Mehrfach. So, lass mal erstmal das mit den Bullymonks hinter uns bringen.
Jo, ist schnell gemacht. So, dafür müssen wir die Haufen durchsuchen. Jage. Durchsuchen, nicht sprengen. Ist auch eine Art von Durchsuchen. Nein, ist es nicht. Ist genau dasselbe. Darf ich die Polymons durchsuchen? Dir ist bewusst, dass wir nachher welche brauchen noch für die restliche Quest, ne? Interessiert keine Sau, weil die Viecher gerade auf mich losgehen und notfalls auch auf dich losgehen. Stell dich mal nicht so an. Oh, entschuldige, dass ich deinen Arsch rette. Ich bin nicht mal in Gefahr. Ja, weil sie sich gerade mit mir anlegen. Das ist meine. Aber gern geschehen. Meine Güte. Alter, ich komme wieder und das Auto ist fast kaputt. Ja, du hast wieder scheiße geparkt, aber kenne ich ja. Aber er kann nichts dafür, er ist ein Idiot. Ah, ich liebe diese selbstheilenden Autos. Ja, ne? Na gut, so. Darf ich den Polymon jetzt durchsuchen? Wenn wir die Haufen haben, ja. Dann suchen wir Häufchen. Das war mal so nervig. Man musste das ja mal alles nacheinander machen. Einmal. Hier ist noch einer. Einen brauchen wir noch. Komm, irgendwo wird ja wohl noch einer sein. Ah, da ist einer. Ups. Es scheint, Bullymongs benutzen diese Haufen, um ihren Unrat loszuwerden. Es liegt eine primatenartige Intelligenz nahe. Das ist es. Ich nenne sie Primabiester. Primabiester? Ich bespreche das mit meinem Verleger. Jag du in der Zwischenzeit ein paar Primabiester mit Granaten hoch, ja? Okay. Mal sehen, wie der neue Name für dich funktioniert. Granate. Weil das eine so viel mit dem anderen zu tun hat. Ja, ne? Mein Verleger hasst. Ach, hast du schon? Okay. Wie unkultiviert. Na gut. Wie wär's mit Fuzzi-Viecher? Ja. Mussten wir nicht noch die Steine von denen irgendwie abfangen? Und ich hab schon erlebt, wie ein Thrasher den Arm ausgerissen hat. Verdrängte Erinnerungen. Egal. Schieß ein paar Projektile der Fuzzi-Viecher aus der Luft. Dann sehen wir uns an, ob dieser Name funktioniert. So, komm. Schmeiß dein Scheiß. Aua. Oh. I hit that. Oh, warte, den krieg ich. Okay. Nein, so. Doch. Oh. Meine Güte, ihr Viecher. So. Du glaubst mir auch gerade jeden, den ich mir vorbereitet habe. Schmeiß doch deine Steine, genau. Einmal, zweimal, dreimal. There we go. Fotzi-Viecher ist eine geschützte Marke. Geschützte Marke allein schon. Ich will nicht wissen, was sie verkaufen. Hol mich doch der Teufel, weißt du was? Ständerforts. Genau, wir nennen sie Ständerforts. Finde ich gut. Von ihnen um oder mach, was du willst. Mir ist es egal. Au. Töte Ständerfürze. Oder werde getötet. Das Licht! Ich sehe das Licht! Das Licht! Das macht 3,50, du Wichser! Schön ist, ich muss mich einfach nur zum Auto porten. Ja. Und ich baller in der Zeit gleich nochmal zwei um und dann haben wir das. Eigentlich müssten hier doch welche spawnen. Ja, oder? Ach da. Ständerfurz, da ist er ja. Ständerfürzchen. Gib dem Kind ein Fürzchen. Das gibt dem ganzen Würzchen. Mein Verleger sagt, ich kann sie nicht Ständerfurz nennen. Vielleicht war Bullymong doch nicht so schlecht. Komm wieder zurück. Ja, wir kommen später zurück. Savage Lee, was zur Hölle? Der ist, glaube ich, neu. Den sehe ich zum ersten Mal. Savage Lee.
Mal gucken, wie Savage der ist. Hält auf jeden Fall gut was aus, der Junge. Ja, gut, er hat einen Arm. Alter! 1300 Erfahrung. Nicht übel. Für Savage Lee. Hat aber nichts gedroppt. So Savage ist er dann also doch nicht. Fox mal so die Erfahrung bringt. Schiff ist Salvador. Ja, oh, der macht super Spaß. Also, ohne Scheiß. Ich wusste immer nicht, dass Ganserka so viel Spaß macht. Ich sag's ihm zwar immer wieder, aber glaubt's mir nicht. Da ging's, glaube ich, längs. Ist das? Ja, dann kommen wir auf der Seite raus. Yay. Savage Lee eine Chance, eine der besten legendären Pistolen im Spiel zu droppen. Ach, was? Ich wusste bis eben nicht mal, dass er existiert. Ja, wir frühstücken die Ecke immer so ab und achten nie drauf. Ja, wir gehen da eigentlich nie wirklich hin. Machen wir jetzt, wollen wir erst die Assassins machen? Ach, wenn wir eh gerade da sind. Ja, ne? Warte mal, schalte ich mal kurz um. Viel Spaß. Assassins, easy, ja. Let's go. Bin ich mit dem Rückenschmerz. Bin die mit dem Rückenschmerz. Manche Sachen drücken. Wie schon. Nicht bei einem solchen Kommentar. Hi, Junge. Merge, Billy, Visibility. It's raining life. Halleluja, it's raining life. Ah, für dich. Ich krieg da ja noch nichts von, leider. Ab und zu kriegst du auch was ab. Ich weiß aber nicht, wie das berechnet wird. Ich sehe das immer nicht so ganz. Oh, hi. Hi, Mann. Oh. Na, na, na. Da, da, da. Na, na, na. So, ne. Danke. Alter, ihr seid doch scheiße. Das wird wieder, das wird wieder. What the fuck? Achso, jetzt hast du welche abbekommen. Ja, ich sehe gerade. Das ist eigentlich wie der Effekt von einer Heilgranate. Ich glaube, es kommt drauf an, wer gerade weniger hat und wer dran steht. Denke ich jetzt mal. So, wie kommen wir da nochmal hoch jetzt? Wie kann man doch da... An der anderen Ecke, ne? I don't remember. Muss. Ich glaube, man muss da einmal runter, einmal rum. Ich glaube, wir machen es uns gerade komplizierter. Ja, wir machen es uns komplizierter, als es muss. Wir hätten einfach hier hinten rein können. Nein, nein, so ist es genau richtig. So hat sich das Spiel das gedacht, wa? Ja. Du sollst dir einen Arsch abrennen, nur damit du da stehst wie der letzte Depp. Genau. So, da ist er. Geiler Granatenmord, noch ein geiler Granatenmord und noch ein geiler Granatenmord. Jojo. Pass es wieder nach drauf und suche ich meinen Schlüssel. Ich hätte gern den später. Ach, also dann setz dich wieder hin. Steigen ist die Qual. Was machen mich ja da bei dir? Scheiße.
Hm? Alt sein. Was macht mich ja da bei dir? Er hat gerade Müll runtergebracht. Ah. Und sein Knie ist im Arsch. Ach hey. Wieso das denn? Keine Ahnung. Er ist alt. Er ist alt. Herzlich willkommen, Kunden. Iridium. Lalalala. Pizza. Ja. So, mal gucken, wer hat denn das höchste Kopfgeld? Na, wir müssen ja die Schmerzen wegnehmen. Manslaughter, Theft, Arson, Destruction of Property, Trespassing, Cannibalism. Ich glaube, ich habe gewonnen. Oh, shit. Einfach, weil du eine Sirene bist. Ja, weil er mich will. Aber, weißt du, dafür habe ich mehr gemacht. Ja, und das meiste davon ist einfach nur erdacht. Ich meine, Kannibalismus, what the fuck? Ich habe mal wen gegessen? Nein, hast du nicht. Nee? Das meiste davon ist angedichtet worden. Du bist wie Gott Lysop. Ich bin wie Gott Lysop. Das meiste habe ich gar nicht geschlossen. Das meiste war ein Unfall. Ich wollte das gar nicht. Oh fuck. That's a big one. Okay, Feuer interessiert ihn kein Stück. Mit einer Pistole habe ich gerade nicht, ist jetzt nicht drin. Pluto ist kein Planet! Pluto ist kein Planet? Was? Alter. Das nimmst du zurück! Scheiße. Jetzt ein Raketenwerfer. Ja. Ist es vorbei? Hatten wir schon einen Raketenwerfer? Nein. Also es ist noch nicht vorbei. Oh fuck. Nachladen dauert bei so lange bei der Waffe hier. Yes. Ah, fuck! Yes, ich hab dich überlebt, Wichser! Sagen wir heute noch mehr Nullen? Echt? Nein, das ist gelogen. Warte, ich bin ja noch. Ich wurde jetzt zurückgesetzt. Warte mal. Ja, aber ich lebe. Tatsache. Musst du jetzt echt deinen digitalen Schwanzvergleich hier ziehen? Ja, dass ich mehr Kopfgeld habe als du, ja. Guck mich an, ich bin Salvador, ich habe mehr Kopfgeld für Dinge, die ich nicht gemacht habe. Ich will das antatschen. Willst du das? Willst du das? Nein. Sag, dass du es möchtest. In der Position. Alter, aber die kenne ich selber noch nicht mal. Die sieht cool aus. Ich habe einen Soldaten, eine Sirene, zwei Scooter und einen Claptrap. Der Effekt ist mir auch neu. Auf jeden Fall guter Schockschaden. Gilt gegen Schilde. Kann ich gut gebrauchen fürs Facelocken. Warte mal. Oh shit. Ich wollte doch noch nachladen. Oh, die. Ja, die brezelt. Nicht übel, das Ding. Das ist ein SMG, also. Alter, ich mag das Teil. SMG mit Schockschaden. Ist dementsprechend eigentlich so ganz toll. Fuck. Ja, warte, den krieg ich. Ja. Ruhig doch. Ah! Zu viel Bumm. Zu viel Bum-Bum. Ja, die hangen sich hier gerade alle selber in die Alter, meine Güte. Könnt ihr mal damit... Yes, got him.
Gern geschehen. Meine Güte, könnt ihr jetzt mal damit aufhören, euch hier die ganze Zeit selber in die Luft zu jagen? Der ist resistent gegen Explosionsschaden. Resistenter kleiner Wichser. Das musst du dir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Typ ist resistent gegen eine Explosion. Der ist wie ein Pokémon. Nein! Hä? Du hast mir den Kill weg! Ja, aber ich habe mir das Sniper erledigt. Ja, ich bin trotzdem tot. Ja, sorry. Verzeihung. Mit unterschiedlichen, unvorstellbaren Kräften ausgestattet. Ihr ja, erzähl mir mehr wie, darüber, wie toll ich bin. Ja, ja, ich bin awesome. Ja, Borderlands 2 hat eine der besten deutschen Synchros, like ever. Yep. Also. Du willst einen Vergleich? Guck dir Racy 6 an. Bitte, Killskill. Töten eines Feindes reduziert jeden Schaden in nur leise paar Sekunden lang. Alter. Sicker Shit, though. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal die Knarre angucken, die er gedroppt hat. Was war denn das? Pistole, was? Plus 63% Crit-Schaden? Ich realisiere jetzt erst, dass ich einen dritten Waffenslot frei habe. Shadow, komm mal kurz zu mir. Hi. Kannst du was mit der anfangen? Hm? Oh, achso. Ich habe gleich gesehen. Oh ja! Oh, das oh ja. Das ist was für dich. Ich habe vor allem noch einen Waffenslot frei, das ist praktisch. Ja, ich bin auch gerade bei mir am Haus sortieren. Weil ich habe ganz vergessen, dass ich jetzt einen dritten Waffenslot habe. Feuer so schnell, wie du abdrücken kannst. Was ist der Effekt? Heute bin ich frei. Du hast Crit-Schaden ohne Ende. Ja, das auch. Wie ist es eigentlich jetzt, wenn ich hier jetzt Gunserker gehe? Welche Waffen werden denn eigentlich ausgewählt? Ich glaube, von der Knarre, wo du drin hast, die nächstgelegene unten drunter. Ah, so. Fap, 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 fap. I hear fapping sounds. Hier hören sie es zuerst. Hier hören sie es zuerst. Fab-tacular. Alter. Ich werde gerade nur durch die Gegend geschleudert von diesem durchgeknallten. Ich bin lebendig! In Upendi? In Uganda. Wer schießt auf dieses scheiß Donnerfass? Die Gegner. Ja, oder so. Geh mich nicht. Alter! Diese Suizidpsychos gerade, ne? Oh! Ich danke dir. Ja, der Ballerei war noch um dir zu helfen. Das klingt immer so vorwurfsvoll bei dir. Ja, ne? Streit da hinten? Sofern ich nachgeladen habe irgendwann. So. Geh und streite dich. Das Ding ist zwar ein Grenade Launcher an sich, aber es hat. Oh, das Nachladen von dem Ding dauert so lange. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. How's your sex life?
Ich glaube, wir machen erstmal den großen, oder? Irgendwen. Schieß weiter. Alter. Kann ich mal bitte aufhören, immer so schnell zu sterben? Ja, das Elend am Anfang. Hä? Ach, was doch dumm, ey. Betrachten Sie Tod nicht als Versagen, sondern als Spaß. Und betrachten Sie den Juju-Reason. Ich lebe wieder. Den hast du gekriegt. den Typ mit dem Schild. Ah. Aber gerade so. Alter, jetzt gibt der mir aber viel Fresse. Komm ein bisschen näher. Komm her, mein Freund. Liebst dem Schwein. Denk dran. Faust, Faust, Faust. Haben wir es? Jawoll. Denkt das irgendwas Besonderes, wenn man das macht? Guck euch selber. Ach so. Du weißt schon, für ihn. Geöffnet wurde. Sie scheint ihre natürlichen Facewalking-Fähigkeiten mit das Ding mal. Iridium zu verstärken, weshalb ich vermute, dass eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Seelen, Iridium und der Goldknarre, was? Zwei weitere Dinge habe ich herausgesucht. Ja. Erstens mag sie es nicht, wenn man ihr Haarsträhnen unter dem Vorwand ausreißt, diese für wissenschaftliche Experimente zu benötigen. Und zweitens schmecken sie nach Oliven. Moment, nein. Eher nach gebratenen Gurken. Wer zur Hölle ist gebratene Gurke? Eine Frau wie Tennis. Oh. Gebratene oh, Gurke. Oh, ist das dumm. Wer? Ach, nix. Hm? Ach, Photoshop funktioniert nicht so, wie ich will. Ah. Du hast auch so diesen leichten Unterton im Sinne von Alter, I'm sick of this shit. Ja, weil es so viel einfacher sein könnte. Könnte. Oh, das Ding funktioniert nur auf Zoom. Okay. Sonst streut er so der Hände. Ja, wenn das so weitergeht, dann nehme ich, hol ich mal ein fertiges, so ein Template oder was? Layout, ja. Das geht nicht. Piss langsam. Ich will die Effekte entfernen. Photoshop, Rechtsklick entfernen. Wie wär's mal mit so einer Option? Oh, Disable Layer Effects, ja nicht Disable. Ich will sie wegmachen. Komplett. My aim is true. Schatz? Nein, nicht weggehen tun. Willst du einen Lolli? Nicht weggehen tun. Nein, kein Lolli. Ich will einen Lolli. Dann komm her, Andy. Nee, Andy, du willst die andere Form von Lolli. Ja, richtig. Ich dachte, das war die Frage. Doch, tun sie. Wenn ich mich berühre, sprengt sich in die Luft. Ja. Oh. Das hat keiner gesehen. Ich wohl eher. Okay, mit einer Shotgun sollen wir den gleich besiegen. I try. Hast du eine? Ja, natürlich. But of course. Oh, der spawnt ja gerade. Warum wollte ich gerade mit Gamepad Sims spielen? Keine Ahnung. Ich bin aber dumm. Ich hab grad vom Cybertor verstanden, fick dich weg. So sagt er auch. Ja, noch mehr? Hallöchen. Hallöchen. Meine Güte. Wer hat denn da mit dem Iridium gekleckert, Kinder? Und los geht's. Das war zu viel Damage.
Das ist Dropshadow. Nimm mal den einen da. Ja, ich versuch's. Ja, der dreht sich immer zu mir. Hinter dir. Ich weiß. Aber sein Schild ist immer genau so. Geht doch. Meine Güte. Oh ja, Micha. Ich hab die Fernbedienung vom Fernseher gefunden. Was? Wir hatten eine Zeit lang die Fernbedienung unseres Fernsehers gesucht. Ich dachte, die wäre noch drüben bei meinen Eltern. War sie aber nicht. Nein, sie war die gesamte Zeit in meiner Reisetasche. Gleich, die Fernbedienung war mit in Hamburg. Was? LOL! Was? Nein! Keks. Nein! Nein, ernsthaft, Keks. Unten vom Fernseher die, ja, hol. Warum packst du deine Fernbedienung in der Reisetasche? Alter. Ja, wenn man gerade noch alte Sachen aus dem alten Zimmer holt. Ja. Und das einfach alles in die Reisetasche packt und vergessen hat. Okay. Deswegen. Ich meinte zwar, ich mach die Krankenschwester. Ja, hallo! Was soll ich denn machen? Den Kugeln ausweichen, ich meine, du bist klein. Der hätte doch nicht mal gerade geschossen, der Penner. Ich bin bei dir. Nee, abknallen. Oh, there we go. Ach ja, da ihr Schwachköpfe anscheinend nie zuhört, sage ich es nochmal. Hört auf, falsche Sirenen anzuschleppen. Im Universum kann es nur 6 Sirenen gleichzeitig geben und ich weiß bereits von 3. Ich kaufe euch nicht ab, dass ihr eine der restlichen 3 rein zufällig gefunden habt, nur weil ihr die Leichen irgendwelcher Bräute mit blauen Tattoos verunstaltet. Ich gebe zu, die ersten Dutzend Male, die ihr Spatzenhirne das versucht habt, war es noch halbwegs lustig. Aber jetzt stinkt mein Büro nach Alter. Stiften, also hört auf damit. So nein. Danke. Sad. I like that. This is a boomstick. Oh Gott. Was war das denn? Was zur Hölle hast du? Ist das eine E-Tech? Ja, E-Tech. Wow. Alter, das ist eine fucking Railgun, was du da hast. Das ist auch ein Gebäude. Alter, da bin ich ja schon neidisch drauf. Ja, aber das Magazin ist ein Witz. Ja, das ist klein und, wahrscheinlich. Und ja, du brauchst ein Gebäude. Du brauchst Gebäude, die du nicht oft jagen kannst. Ich zeig dir mal, wie viel da reinpasst. Das war's. Wie viel Schuss sind das? Ich glaube 6 Schuss. Die Tackers da halten einen Durchlauf durch. Boah. Aber das ist eine Railgun, hol. Es sieht auch aus wie eine Railgun. Kapio. Das ist eine der Waffen, die ich Keks nie in die Hand drücken würde. Warum? Weil es Railgun ist. Du würdest sie, glaube ich, eher mir geben als Vivi. Nein, ich würde sie euch beiden nicht geben. Weil du damit selber. Ja. Cool. Bei uns zum Glück bringt er sich selber um. Ach nee, das sind 10 Schuss. Okay, 10 Schuss in der Geschwindigkeit. Ja, 10 Schuss in Turbogeschwindigkeit rotzt das Ding weg. Ja, doch. Piu. Also ein gut gesetzter Treffer. Alle Ladies sagen, schneller als bei Scooter geht bei keinem. Ach, warte mal, wir können doch auch hier zu Doc Mercy. Ja, Doc Mercy. Wollen wir noch einmal fegen? Ja, ist ja nicht das Problem. Aber spielen und alles so sauber gemacht, auch Spülmaschine eingeräumt. Danke, Schatz. Oh, mir fällt Mercy. Oh, Mercy. Ich morgen nicht bei meinem Frau vorbeifahren werde. Kannst du mir mal das Telefon mal bringen? Alter! Gar nicht mal schlecht. Ja, doch.
Achso, das ist... Keine Sorge, das wird wieder. Ah, vielleicht hätte die Alte doch behalten sollen. Hier kommt ein Eierknacker! Fuck. Die sterben immer genau dann, ne? Sag mir, wie sehr du es möchtest. Nö. Ich will ja nix. Sind sie krankenversichert? Griffel weg von meinem Spielzeug, das gehört mir! Okay. Was zur Hölle hat er denn da? Wie es aussieht, hast du die Waffe gefunden, die meine Patienten durchlöchert. Tu mir den Gefallen und nimm sie ihm ab. Oh, ich kann ihm die Klöten schießen. Macht das extra Damage? Glaub nicht. Nachgefühlter Schaden. Dein schicker Doktortitel nützt dir jetzt auch nichts mehr, oder Mercy? Na, 7000 Jahre alt. Ich lege mal. Yay. Durchsuche seine Leiche und nimm ihm diese schräge Knarre. Die Waffe ist da unten gelandet. What the fuck? Oh ja, dann doch lieber. Das Ding schießt wenigstens mehr als einmal. Ich will verdammt sein, das ist E-Tech. Okay. Die habe ich jetzt auch, ne? Ja, hier. Ja. Brauche ich viel mehr solcher Verletzungen für Übungszwecke. Warum probierst du doch erstmal so ein paar Leute jetzt mit dieser Waffe, die Munition frisst wenigstens Gutes. Yep. Durch Iridium-Technologie Kugeln in irgendwas um. Energie und so ein Zeug. Gott verdammt, Iridium ist abgefahren. Iridium ist abgefahren, diese Waffe weniger. Naja. Iridium. Es kann eben nicht alles eine Laserwaffe sein, ne? Es sieht aus, als ob es da draußen jede Menge E-Tech-Waffen für dich gibt. Blaster Rifles, Plasmakanonen, Railguns. Railguns, ja. Zed, was würdest du sagen, wenn wir so eine Railgun schon haben? Ja, wir brauchen mehr Leute zum Abknallen. Ja, suchen wir uns welche. Bist du jemand, den ich abknallen kann? Das sind keine Banditen. Deswegen fahre ich ja gegen und drauf. Ja, da unten sind Leute. Ja, da müssen wir aber sowieso hin. Und hier sind, glaube ich, auch noch welche. Nie fühlst du mich in ein romantisches Fischerdorf aus. Ich hasse dich, du bist so mini. Hast du dich gerade über meine Größe lustig? Ja. Ich so. Stehe über dir. Sackgesicht. Hobbit. Was sind denn alle? Hä? Eigentlich sind noch da welche. Dunkler. Eigentlich ja. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Jemand da? Nur das Satan-Kult, alles klar. Ja, nur das Satan-Haus. Ah, Slaughterhouse. Aufgezeichnete Nachricht beginnt. Ah, die Bloodshots töten uns! Ah! Aufgezeichnete Nachricht endet. Aber wie ist die Sekundenrezeption der Häuser? Die Bloodshots haben den Laden auf. Hakuna Yaron Matadas. Sie aus Sanctuary vertrieben hat. Wenn du die Dampfpumpe reaktivierst, kannst du vielleicht alles wieder einschalten. Ah, jetzt kommen ja dann erst die Leutchen. Ja, genau, die spawnen ja erst, wenn du denen ihr Zeug klaust. Pumpe macht's auch nicht. Wir klauen unser Zeug. Klauen unser Zeug. Klauen unser Jumps. Wir klauen unser Klaui. Das Ding ist total im Eimer. Such nach Ersatzteilen von anderen Pumpen in der Nähe des Motels. Das Ventil findest du ganz
ganz oben an der Spitze dieser Pumpe. Du wirst sie hochklettern müssen, wie ein zugekokstes Äffchen auf Slack, wenn du rankommen willst. Seine Vergleiche sind immer wieder erstaunlich, nicht wahr? Jodo. So, Eltern angerufen, check. What? Ich muss ja, gerade meine Eltern angerufen. Achso. Ja, einmal den gebeichtet, dass ich in den Stahlschrank geschossen habe und dadurch ein paar Pfeile geschrottet habe. Ja, Mensch. Gibt's Schlimmeres? Der eine Pfeil hat im Stahlschrank drin gesteckt. Ja, gibt's Schlimmeres. Ja. Ihr seid keine. So. Auto! Auto fahren! Rücker fahren! Andersrum, du Buhn! Müssen wir nicht auch da. Ah, ne, warte, da ist Bloodshots, da müssen wir hin. Da machen wir jetzt erstmal die Pause. Ja, genau. Darf ich die Polymons durchsuchen? Durchsuch, was du willst. Das war nicht so schwierig. Du hast das Getriebe, was? Mann, diese Getriebe sind hier der zügellose Schrei der Katze. Falls du diese pandoranische Redensart kennst, steck das Ding ein. Ich bezweifle, dass das irgendwo eine Redensart ist. Ja. Ja, oh. Shadow fährt. Ja, aber. Schau mal, was ich hier gefunden habe. Shadow fährt. Ja. Und finde dabei. Eine blaue Sniper Rifle. Yay, die hat sie jetzt gebraucht. Die kann ich verkaufen, Bitch. Wie war nochmal der Ausdruck, weil Geld ja so viel bringt? Ich kann sie immer noch verkaufen, Bitch. So, hallo Sims 3, hallo, Hörgi. Pumpe da eine Sicherung steckt. Öffne einfach den Sicherungskasten und schnapp dir das Scheißding. Oh, verdammt! Es scheint, die Stacks haben den Kondensator dieser neuen Pumpe verputzt. Knall die Viecher ab, bis eins von ihnen das Ding ausspuckt. So fast. Duido, Duido! Das sieht doch ganz nach der Sicherung aus, die ich gesucht habe. Kleine Frage am Rande. Findest du es seltsam, dass ich mitbekomme, wenn du etwas aufhebst? Wusstest du, dass ich dich auf dem Klo beobachten kann? Moment, klang das jetzt schräg? Ich beobachte dich doch nur als Freund auf dem Klo. Egal, steck das Ding ein. Du hast einen Freund in mir. Du hast ein Spielzeug in mir. Ja, das auch. Aber fängt das schon wieder an? Sieht aus, als hättest du alles beisammen, um die Dampfpumpe zu reparieren. Du bist ein Spielzeug. Und schon steht das schwarze Brett. Ich finde es sehr toll. Kann ich nochmal ein bisschen in Kingdom Hearts 3 spoilern? Von der Toy Story Welt. Es gibt ja halt die Szene aus Toy Story so von wegen, du bist ein Spielzeug! Ja. Ich find's lustig, dass in, es wird zwar nicht genau gesagt, aber im Grunde genommen macht Buzz genau dasselbe mit Sora. Du bist ein Videospiel! Ja, Mensch. Jede Menge neue Jobs. Einer. Ja, doch. Kein Geld zurück. Na, damit komme ich klar. Wollen wir das schnell machen mit den Paketen? Oh ja. Das ist immer sowas, wo ansonsten rumgewickelt. Warte mal, ich muss aber noch. Ich benutze dann gleich die Iridium-Waffe und dann haben wir das auch ab gleich mit. Eben. Okay, bereit? Jojo. Oder warte mal, hol mal sonst den Wagen. Fahr den mal kurz her.
Ich soll leider Auto fahren. Nee, du sollst dich mal kurz herfahren. Entschuldigung. Das wäre so, ich meine. Nee. Snurfen die Burbler. So. Michel Feier. Okay. So. Oh. Warte, ich muss erstmal die Waffe nachladen, die 3 Stunden zum Nachladen braucht. Perfekt gepasst. Leistungsdruck. So. Weißt ja, erst einmal alles abliefern und dann alles auslooten und töten. Du musst aber schlechter sein. So, tob dich aus. Du bist ein so toller Fahrer. Ja. Ich häng fest, okay. Ich sagte ja, du bist ein so toller Fahrer. Ich hing im Stein fest, Dipshit. Nicht im Auto. Ja, und wieso ist das Auto an dem Stein? Laut dem Echo, das ich einem meiner Patienten abgenommen habe, scheinen sich alle Waffenhersteller E-Tech von Hyperion für ihre experimentellen Waffen lizenzieren zu lassen. Nee, weil ich hier gerade... Hyperion wohl nach der Öffnung der Kammer durch Iridium so reich geworden. So. Ach Kumpel, ernsthaft. Geh sterben. Kumpelblase, wirklich. So, ich mach hier. Oh, ich weiß noch. Erinnerst du dich noch an die Mission in den Highlands? Ja. Oh, da habe ich richtig keinen Bock drauf. Wo du hier auch was auf Zeit ausliefern musstest. Mhm. Wo immer am Arsch der Welt war. So, einer noch. Und den habe ich gleich. Haben wir das nicht jetzt mal langsam? Ne, 3 noch. Und gar nicht. Leider bist du gefeuert. Dino hat sich so weit erholt und ist wieder einsatzfähig. So, jetzt können wir looten. Töten und looten. Sie haben mir nur die Sprengstöcke an die Beine gelegt. Er ist fit wie ein Turnschuh. Du kriegst deine Kündigung mit der Post. Ja, geil, Kündigung. Er ist wieder topfit. Sie haben mir Sprengstöcke an die Beine geklebt. Nice. Das Krankenkassensystem hier ist top. Ja, also Krankenversicherung auf Pandora ist echt so eine Sache. Das ist eindeutig amerikanisches Bauprinzip. Aha. Jungs, könnt ihr bitte aufhören, auf mich zu schießen? Ich loote gerade. Ach, du hast die Kiste hier oben schon gelootet. Shadow. Was denn? Du glaubst wirklich, ich lass Loot liegen. Ich hab die extra noch liegen lassen, weil ich erstmal die Mission abhaken wollte. Oh, das ist so eine Laser-Shotgun. War hier nicht noch was? 3 Jahre nachladen. Hey, der Denkende! Ja, hier war noch eine, genau. Der Denkende. Medizinisches Urteil. E-Tech ist einfach der Hammer. Komm zurück, wenn du da draußen fertig bist. Das ist höchst professionell. So, jetzt haben wir das auch fertig, ne? Wow! Der ist geplatzt. Knack. Knackt. Alter. Wobei im Ganserker-Modus ist die Waffe mit dem E-Tech doch schon gar nicht mal so scheiße. Alter, können die mal aufhören, mich überall runter zu pushen? Oh, jetzt, ich will diese E-Tech-Waffe loswerden, bitte. Warte mal, welche nehme ich denn jetzt? Ist die hier, right? Wo ist meine andere hin? Ach, ich hab nur die. Oh. Deutschland hat 0-1 verloren. Oh. Yes. Können wir einmal, okay, können wir einmal ein kollektives Oh abfeuern? Dann 3, 2, 1. Oh.
Wie schade. Wie bei Mario. Oh. Oh, too bad. Selbst der Chat macht mit. Oh, ihr seid toll. Wir brauchen das, den richtigen Sound dafür. Oh. Du, 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 du. Oh. Und innerlich denke ich mir einfach nur. Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, Hohl, warum lässt du hier die Kiste liegen? Weil ich ja noch mehr Kisten habe. Ah, guter Punkt. Und du brauchst auch noch so dein Erfolgserlebnis. Ah, okay. Tja, Mensch, also das ist ja. Das ist ja schnell eskaliert. Ja, Armutszeugnis auch, also. Wenn wir mal überlegen, wir sind eigentlich Deutschland, wir sind der Meister eigentlich aus dem letzten Jahr. Eben, wir sind Meister, wir haben damals einen der Favoriten 7-1 abgezogen. Ich sagte, ich weiß, ich bin normalerweise nicht dafür, aber ich glaube, die Mexikaner hatten einen Vorteil. Die haben nämlich die Kopfbälle besser getroffen mit den riesen Sombreros. Alles, ey, war mal erst Amias. Ich glaube, er, Trump, hatte seine Finger am Spiel. Die Mauer war einfach zu gut. Ach ja. So, wo haben wir geparkt? Ach da. Ja, rate. Nee, ja, rate nicht, nee. Sorry, Water Sky, aber was kann ich denn dafür, wenn du die das Final Fantasy VII Victory Jingle als WhatsApp-Nachrichtenton hast? Das ist so nerdig. Du schmierst, wie es denn ist, unser Motto. Das beste SMS-Klingelton ever. Mein SMS-Klingelton ist einfach. Der einzige Laternenpfahl. Weil ich es nie auf Tone stehen habe. Kilometer Entfernung. Der einzige. Das ist nicht mein Laternenpfahl. Es ist ein übergroßes Schwein. Trotzdem Fall. Weltmeister sind nie gut im Vollgespiel. Nee, weil unsere Leute sowieso immer so großkotzig werden und sich dann immer denken, gut, Alter. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wir feiern hier gerade Nationen über alle Maßen, die sich für ein Ereignis den Arsch poliert, das über 60 Jahre zurückliegt. Auch immer. Stimmt, wir müssen gar nicht nach The Dust. Sag mal, genau. Macht Dragica auch manchmal bei den Streams mit? Dragica? Was? Dragica ist manchmal im Chat. Aber das war's auch wisst schon wieder. Ihr mehr? Ja. Ich glaube, ihr wisst Dinge, die wir nicht wissen. Oder warte mal, sind wir hier nicht gerade? Das ist doch immer das Beste, wenn andere Leute Dinge über einen wissen, die man selber noch gar nicht wusste. Ja gut, also wir müssen jetzt erstmal den Firebird machen. Das mit dem anderen Spotten kommt ja später erst. Ja, aber wir können ja mal. Wobei, wir können auch die Quest nachher abgeben, wenn wir sowieso wieder zurück müssen. Na eben. Alles in einem Rutsch. Mach uns stolz. Nee, Dragica ist manchmal im Chat unterwegs. Jetzt, wo sie ja wieder Internet hat, ist sie da häufiger mal anzutreffen. Ach ja, da. So, das könnte jetzt ein bisschen holprig werden. Kenn ich doch irgendwo her. Sie? So, perfekt geparkt. Alter, der Damage! Pyros. Armor. So, mal, was habe ich denn jetzt wieder für eine? Ja, die, genau. Ach, das ist eine Talk. Ach du Scheiße. Die klingt aber so unbefriedigend. Destroyed. Leider an Heilung.
Leider an Heilung. Ich hab dich gerade vor der Fahrt in Überleben zu gehen. Ah, im Leben. Hm? Ihr seid gerade auch bei der Firehawk-Quest zuvor fertig, dann habe ich euch jetzt endlich eingeholt. Ja, du bist auch alleine, Mathbite. Das ist. Ne? Alleine könnte man das Ganze ja. Kannst das Ganze ja richtig schnell raiden, eigentlich. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Halt dich raus, Kammerjäger! Das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk. Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, der Weehawk. Warhawk. Eigen Eingeweiden. Tja, das war ein bisschen überdeutlich. Findest du? Boah, das hat gerade so gepasst. Hey. Was? So war mir so, die Welt ist glücklich. Bei mir im Liedbuch gesungen hat, die Welt ist glücklich. Und du so, findest du? Findest du? Do you think so? You think so, Mike? What up, Mike? Ich sehe nur Feuer gerade. Icy Feuer. Oh, hey, Großer, na? Have a death wish? Oi, Moid! Ah, Pyro. Oh, Alter, deine Railgun, ne? Ich finde die so cool. Muss ich ja leider sagen, ich finde die so cool. Ist ja absolut nutzlos. Wieso? Ach, weil das. Ist das eine Feuerwaffe? Ja, natürlich. Ach du Scheiße. Ja, ich muss mal was anderes reinpacken. Alles klar, Karobi. Bis denn. See you next time. Piu. Wirklich? Komm. Piu. Activating the Piu-Pius. Halt mal still. Ach so. Ach, hast du das jetzt schon mit dem hier? Ja, natürlich. Was meinst du, was ich die ganze Zeit mache? Ach so. Boah, Alter. Das ist der Sinn der Sache. Das war überraschend. Alter, der Damage, diese so viele Kugeln. Halt dich gut. Ist irgendwie lustig, ich kenne dich seit deinem ersten Desperation Clank 3. Ach so, das EP, okay. Warte mal. Oh, hab dich dann aus den Augen verloren, jetzt kenne ich überhaupt nicht mehr aus. Hm, was? Man muss sich bei mir auskennen? Just enjoy the stuff I do. Or if you don't, that's okay too. Do what you want, because the streamer is free. You are a pirate. Und wenn wir Pech haben, gibt's ab Mittwoch sowieso nichts mehr. Dann kann ich einpacken und gehe wieder in die Kasse. Also ohne Scheiß, ich hoffe wirklich, dieser Artikel wird nicht durchgeboxt. Sonst sitze ich echt ein bisschen da und denke mir, ich will nicht zurück an die Kasse. Bitte, bitte, nee. I don't want to. Das ist so genug tun. Ich kann ihn abknallen, aber ich tue was Gutes. Du tust was Gutes dabei. Das ist ungewöhnlich.
Weehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert. Immer dieser Weehawk. Nie zuvor einen so umfangreichen Fanfictions. Ich frage mich, warum Fanfictions sind ehrlich gesagt mein geringstes Problem. Weil technisch gesehen dürfte dann dieser Stream hier gar nicht existieren. Ergo, ich habe dann ein ziemliches Problem. Es sei denn, ich hätte von irgendwelchen Publishern die Erlaubnis. And let's face it, I don't. Das ist ja über lustig, dass es in der Form nicht betroffen wird. Oh doch, es, ne, also aktuell. Für mich ist das so eine Sache nach dem Motto, ja geil, da hängt jetzt gerade mein Job drin von ab. Mittwoch weiß ich dann, ob ich meinen Job hier weiter behalten darf oder ob ich arbeitslos bin. Und ich bin beim Arbeitsamt als eigenständig gemeldet. Sprich, selbst wenn ich zu denen gehen würde, die würden sagen, Alter, was willst du denn hier? Mal davon abgesehen, dass ich das nicht mal machen würde. Das würde irgendwie hart an meiner Ehre kratzen. Boom. Das muss wehgetan haben. Aber ja, sollte es denn ab nächste Woche keine Streams mehr geben, ihr wisst, wo ihr auf die Barrikaden gehen könnt. Und ich werde wahrscheinlich... Richtig, dem Internet. Richtig, dem Internet. Ja, falls ihr das dann da überhaupt noch könnt. Falls im Internet. Falls ihr da dann überhaupt noch eure Meinung sagen dürft. Was? Natürlich nicht. Seit wann sagst du deine Meinung? Wird wahrscheinlich auch geblockt, darfst du noch nicht mehr. Bezahl, Shadow. Du musst bezahlen, damit du deine Meinung sagen darfst. Nee, also wie gesagt, ich bin da aktuell echt ein bisschen nervös. Ein Beutezwerg. Der ist aber gerade erst noch gespawnt. Nee, der ist aus der Kiste gesprungen, die ich aufgemacht habe. Ach so. Jetzt ist er tot. Naja, wenn Roland gar nicht erst so ein Vollidiot gewesen wäre, würde er. Ups. Meines Erachtens, was darf man hier in diesem Land? Manchmal, man glaubt es, ja. Manche glauben, man darf das. Cool. Ja, Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit geht auch nur so far. Solange es seine kleine Seifenblase nicht angreift. Alter, der Damage. So sick. Hier ist der zweite. Come on. Come and get some. Okay, die Kombi ist echt böse. Ja, Alter. Was für eine Kombi habt ihr dann? Ganserker und Sirene. Oh. Was? Festhalten und misshandeln. Jetzt ist eigentlich die Frage, erfahren wir denn direkt auch am Mittwoch dann, was los ist, oder? Das dauert erstmal noch ein paar Tage meistens. Das heißt, sie werden das, na gut, dann können wir nächste Woche also doch noch streamen. Mein Gott. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich kaputt lachen werde. Ach ja, stimmt ja, das hatte ich ja auch. Vor allem, da ist ja so viel mit involviert in das Ganze, also. Das hatte ich ja total vergessen, dass ich das mal gemacht hatte. Die Pokémon-Visa-Edition. Ich meine, wie gesagt, wir hatten es ja gestern erst in der Konfi mal besprochen gehabt, das Ganze. So von wegen... Müsst ihr mich später mal aufklären. Können wir auch jetzt machen. Weil, Holo und ich sind uns jetzt sowieso gerade am Durchmetzeln, also von daher... Also in dem Punkt verstehen wir uns blind. Ja, eben.
Dafür haben wir dann das jetzt schon so oft hier gespielt. Nee, dann klärt mich mal auf. Ich war gestern nicht da. Also was wir halt gesagt hatten, es hängt mittlerweile so viel mit dem Internet zusammen, dass wir mittlerweile glauben, das machen die nur noch so nach dem Motto, ja, wir können es ja mal versuchen. Was anderes ist es auch nicht. Weil, Die ist lange genug oder so, dass wir irgendwie durchboxen können. Weil mittlerweile hängt so viel mit dem Internet zusammen, was generell alles angeht. Copyright ist ja dann immer schön und gut, aber es ist halt immer, du darfst nicht vergessen, die ganzen YouTuber, die das immer machen, ne? Also sagen wir Nintendo, Sony, schieß mich tot, alles. Wenn die das nicht machen würden, dann würden die Spiele nicht mal ansatzweise so gut verkauft werden. Davon mal abgesehen. Weil viele kommen ja wirklich davon und sagen sich, Alter, das Spiel sieht cool aus, ich hol mir das jetzt auch. Das verstehen manche nicht. Das ist ja eine Menge. Big Napsi, danke für den Bit. Die Bits. Und wenn ich gleich mal Ruhe habe, möchte ich mal kurz lesen, was Psycho Soulpain da geschrieben hat. Ich kann es dir vorlesen, wenn du willst. Oh, das wäre super nett von dir. Artikel 13 ist ein extremes Copyright. Ist ein extremes Copyright-Gesetz. Kannst du dir so vorstellen, dass, wenn du über etwas reden, zum Beispiel Spider-Man, und nur kurz ein Bild von Spider-Man zeigst, dass dir das sofort weggesperrt wird? Du kannst es nicht mal wirklich hochladen, es wird vom neuen Internetfilter her damit reinkommt, rausgetragen. Also halt, ja. Sobald du irgendetwas benutzt, was nicht dein eigenes Eigentum ist, kannst du es schon vergessen. Ja. Deswegen, das ist an sich. Hat mich jetzt bei solchen Sachen nur, geht das auch für die Sachen, wo Quellen angibt, sag ich jetzt mal, die typische Schulreferat PowerPoint-Präsentation. Denn da muss ja auch normale Quellen angeben. Gut, den hast du noch gekriegt. Und ja. Das ist nicht Deutschland only, das ist hier EU. Boy. Also jeder in der EU hat dann da damit zu leben. Gehe ich einfach in die Türkei. Und es ist halt wirklich auch schon dieser Ausmaß, zum Beispiel hier der DSVGO, hatte ich am Wochenende erlebt. Weil Wochenende war ich ja auf Seminar. Mhm. Und das war dann auf einmal unser Trainer. Ja, ihr müsst da vorne mal bitte die 5 Zettel da alle durchlesen und unterschreiben. Wir mussten wirklich 5 Zettel unterschreiben wegen dieser scheiß DSVGO. Tja. Wegen diesem Bildrechtsscheiß. Das ist es. Das Versteck des Firehawks. Und wenn man das wirklich so machen würde, wie es da drin stehen würde, müsste man selbst, wenn man eine Visitenkarte bekommt, den Gegenüber fragen, ist das in Ordnung, wenn ich dies in meinen... Ablagesystem für Visitenkarten, also in meinen Visitenkartenordner, wie, wenn ich das reinpacke, darf ich das machen? Man muss dann auch so eine Verordnung dann übergeben, wenn man es konform machen wollen würde. Und dann sitzt man und denkt sich so, what the fuck? Shazo Senpai muss leben. Wie süß. Danke, Big Napsi. Was macht meine Musik aus? Siehst du? Sieh zu, dass dir das nicht passiert. Ja, also eigentlich müssen wir echt hoffen, dass das, dass die Leute sich denken, ja, das, was wir da versuchen, ist echt Blödsinn und es endlich mal lassen. Das wäre doch zu einfach, Shadow. Weil, to be honest, ich habe langsam echt den Sack dicht, gefühlt jeden Monat eine neue Organisation dazu haben, wo irgendwie das Internet zensieren, kontrollieren, filtern, was auch immer möchte. Weil letzten Endes ist, aktuell ist das ja mein Job. So lächerlich das auch klingt, aber es ist aktuell mein Job. Lächerlich, ich lächerlich weg. Und wenn das halt durchkommt, ja geil, dann ist Game Over.
dann kann ich nichts mehr machen, dann kann ich vloggen. Und das auch nur noch in einem Raum, wo nichts mehr ist. Ich könnte nicht mal wirklich in meinem Zimmer wirklich was machen, weil ich hier Poster von One Piece und Final Fantasy hängen habe. Merkt ihr was? Nicht mal das könnte ich ja machen. So wie ich das jetzt verstanden habe. Ich aber richtig, oder? Also nicht, dass ich das jetzt hier... Denke mal schon, dass das so stimmt. Aber nee, irgendwie... Ach, keine Ahnung. Ich müsste also wirklich irgendwie... Im Grunde, ganz ehrlich, diese Sachen sind meistens immer so komplett konfus formuliert, dass keiner wirklich genau weiß oder sagen kann, dass was eindeutig wirklich verboten ist und was nicht, sodass man sich es immer wieder auslegen kann, dass man recht hat am Ende. Ja. Nämlich diejenigen, die das Copyright dann claimen. Die dann sagen so, das ist meins. Das ist meins. Ich meine, YouTube ist ja so schlimm. YouTube macht das ja jetzt schon. YouTube hat ja diesen blöden, selbstlernenden Algorithmus, der ja einfach dumm ist. Das ist nicht mal der. Es ist ja schon fast das wirklich hier Unternehmen, die einen Scheiß damit zusammenhängen, auf einmal dein Video claimen können. Und das ist, weil das haben wir alle schon mal gehabt. Das ist ja das, was ich meine. Das ist ja dieser selbstlernende Algorithmus. Töckchen. Also ich bin ganz ehrlich, wenn irgendjemand was versteht von Layouts machen. Töckchen. Die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Firehawk ist sehr hot. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Das ist genau wie hier, wie wir das heute Vormittag oder heute Nachmittag mit der AfD hatten. Also manchmal frage ich mich echt, was Politiker einfach in dem Hirn haben. Besorg mir ein bisschen Erlösung, ja? In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Und wann war das letzte Mal, dass wir gesagt haben, Alter, dieses Gesetz, davon profitiere ich. Du willst wissen, was die im Hirn haben? Die meisten nur 90-73. Das ist das Zeug. Gibst du es mir? Danke sehr. Können wir nicht jeden, der aktuell in der Politik ist, einfach rausschmeißen und durch Leute ersetzen, die in diesem Millennium geboren sind? Danke. Ja, du hast schon mal gesagt, ich möchte einfach, dass sie den Nintendo-Politik noch fahren. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Von Nintendo sich das mal abgucken und sich denken so, wir sind zu weit vom Puls der Zeit entfernt, deshalb möchten wir nicht in die Führung dieses Landes, in dieser Führung dieses Landes sein, denn wir brauchen jemanden Junges am Steuer, der auch versteht, was die jungen Leute heutzutage wollen. Der weiß, was überhaupt abgeht. Ja. Allerdings sag ich auch, man sollte jetzt nicht hier 20-Jährige oder so in die Politik lassen oder so. Nein, um Himmels Willen, aber Leute wenigstens, die jetzt noch in dem Millennium geboren sind, sag ich mal. Ja. Die irgendwie ansatzweise mal mitbekommen haben, was Internet ist. Ja, die wenigstens ansatzweise wissen, wie Internet auch nur halbwegs funktioniert. Ich würde ja wirklich sagen, sobald du 40 Jahre alt bist, hast du in der Politik nichts mehr verloren. Ja, doch. Finde ich gut. 40 oder 45. Das Maximumalter, was ich für Politik irgendwie machen würde, alles andere raus, bitte. Aber immer diese ganzen Alten, wo noch nie in ihrem Leben irgendwie einen PC benutzt haben. Ja gut, aber solange die in einem Beruf haben, wo sie sich ja jährlich selber das Gehalt bestimmen dürfen, wirst du da keine zukriegen abzuhauen. Ja, natürlich nicht. Das ist sowieso ein Punkt, ey. Das mal sehen. Vor allem dieser blanke Hohn, wir nennen es Diäten. Ich nenne sowas Nachschlag. Ja, ich nenne sowas, Alter, das kann niemand bestimmen, wie viel das jetzt wirklich ist. Unser einer muss dafür 40 Stunden die Woche arbeiten gehen und kommt nicht über die Runden. Weißt du, in einem normalen Beruf, wenn du da zum Chef gehst und sagst, eine Gehaltserhöhung wäre schön, dann kannst du froh sein, wenn dich nicht feuert. Ja, eben. Immer noch dieses Streikprinzip heutzutage. Entschuldigung, Chef, darf ich streiken? Ja, von mir aus, aber nur den einen Tag.
Und wehe, sie haben irgendein Ergebnis. Wehe, sie haben ein Ergebnis, was nicht mehr als irgendwie 1% Lohnerhöhung ist. Für nur die nächsten anderthalb Jahre oder so. Danach müsste wieder um Erlaubnis fragen, ob wir streiken dürfen. Ja. Das wäre aber. Oder wir sind die Bahn und streiken monatlich. Ja, und das dann, da bringt es dann ja auch nichts. Und legt dann immer noch den gesamten Verkehr lahm, sodass Leute, die arbeiten, ihren Job verlieren. Ich sag immer noch, die beste Methode, wie die Bahn streiken könnte, wäre einfach zu sagen, heute darf jeder umsonst fahren. Wie in Japan. Ja, wisst ihr was? Wir kriegen unseren Scheiß heute nicht geschissen, jeder darf umsonst fahren, ja. Aber nö, immer so, nö, wir streiken heute und ja, ist mir scheißegal, dass du zu spät zur Arbeit kommst und eventuell dadurch deinen Job verlierst, aber meine Güte, shit happens, right? Gut, dass es nicht uns passiert. Au. Ja, das sah schmerzhaft aus, Alter. Oh, danke, Salvador. Ich war schon immer dein Liebling. Nö. Hat er aber gerade gesagt. It's not canon. Ich hab's gehört. Der hier ist angeschlagen. Seid ihr wieder gay im Spiel? Wieso gay? Ich hab Titten, er ist ein Zwerg. Also. Das ist totally canon. Es ist wie der Herr der Ringe, nur mit Brüsten. Kanone. So, ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass das nicht durchgewunken wird, weil sonst bin ich arbeitslos. Weil ich darf dann literally nur noch Vlogs vor einer weißen Wand machen. Du darfst wahrscheinlich nicht mal über Dinge reden, die irgendwie einen Trademark haben. Ja, wahrscheinlich darf man das dann nicht mal. Es hieß ja immer von wegen, es wird ja denn nicht die Meinung zensiert, sondern nur der Content. Aber ich sitze da und denke mir, Alter, erzählt das eurem Friseur. Das kaufe ich euch so nicht ab. Angel, ich bin so deiner Meinung, aber du musst auch daran denken, dass diese Leute ja auch, man muss ja die Politik trotzdem noch irgendwie interessant machen, damit Leute überhaupt diesen Job machen. Das heißt, wenn du praktisch für studierst 8 Jahre lang oder keine Ahnung, dann darfst du ja irgendwie nur 5 Jahre lang im Amt sein oder so. Ist ja auch irgendwie sinnlos. Da wird ja keiner mehr Politiker werden wollen. Auf, es sind meine Sirenenkräfte ziemlich. Ja, das wird ein ACTA 2.0, Net Neutrality 2.0, also, hast du nicht gesehen. Ach, das ist doch schon ACTA 5.0 oder so. Gab's doch bestimmt schon in 4 anderen Variationen noch. Ja. Das gab's alles. Haben sie an 3 Variationen rausbringen wollen? Nein, Form und Farben. Du musst den finden. Net Neutrality. Für jeden Geschmack etwas. Ich weiß noch, bei der einen ACTA-Demo war ich ja damals mit bei und so was alles, ey. Auch schon Ewigkeiten her. Mit ACTA. Halt still. Nein, ich lauf weg. Du kannst mich nicht. Nein! Ich bin ja direkt. Lächerlich. Oh, Frau. Ich gerade mal 3 Meter weit bewegt, oder? Sorry, ich bin noch am Üben. Das sind sehr weite 3 Meter. Boah, ich hab sowas im Auge, ey. Trainieren, bevor du es mit denen aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Mir ist mal aufgefallen, wie oft man hier von Leuten gelobt wird im Spiel. Ist das mal aufgefallen? Du hast schon weggesehen. Oh mein Gott. Das ist positiver cool. Zuspruch, geht ja gar nicht. Ja. Du erträgst uns. Gut gemacht. Du hast Telef nicht erschossen. Schade. Alter, was finden wir hier die ganze Zeit solche halben Railguns? Aus Prinzip will auch einer. Ja, sieht zwar nur aus wie eine. Aber naja. Naja, wir hoffen einfach mal. War nix. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das gut geht. Und dann, ja. Immer dran denken, immer meckern. Also.
Wie lasse ich das nochmal scrollen? Geht um Flughafen, Tegel. Ein FSL-Flughafen, Flughafen, Volksentscheid haben alle Bürger Berlins entschieden, dass der Flughafen erhalten bleiben soll. Die Politiker wollen trotzdem abschaffen und es über den Kopf hinwegschaut. Es ist einfach nur ein weiteres Beispiel, dass, was Politiker eigentlich davon halten, dass wir, ne? Eigentlich existieren wir doch für die gar nicht.